Wie gesagt, es war alles erstmal ein Schock für mich, weil es eigentlich nicht, also ich hatte keine klare Vorstellung, aber auch nicht so eine Situation mir vorgestellt. Ja. Das ist etwa wie ein Gefängnisleben sozusagen, weil ich habe etwa das Gefängnisleben in Burkina Faso gehabt. War tatsächlich auch mehrmals im Gefängnis durch unser Bewegung. Aber dass ich zum Beispiel hier in Deutschland, was man auch bei uns von Fernseher in den Medien zum Beispiel hört, über die, ja, die Menschenrechte werden hier so hoch geachtet und die Demokratie ist, funktioniert sehr gut. Ja, dachte ich nicht, dass zum Beispiel so eine Art Lagerleben sozusagen hier gibt. Und als ich beim Untersbergstraße bei der Erstaufnahmeeinrichtung rangekommen bin, tatsächlich haben die alle meine Sachen genommen, haben die alles sozusagen geschaut, alle Papiere, was ich da habe, weggenommen, und dann haben die mich also in einem Zimmer gebracht. Das war Doppelbetten so. Es war, denke ich, 8 Betten in dem Zimmer, und alle waren also nur meine waren, also eine war noch frei, und da haben die mich gegeben.